Intro-Song hat man nicht zwingend gesehen, wenn wir vom Einsatz her falsch waren. Nur körperlich halt dann. Oder Audio. Nein, aber ganz generell ist es natürlich schon eine Herausforderung. In erster Linie, weil man, wie man es gewohnt ist, ja auch mit seiner Mimik arbeiten kann und vor allem auch auf die Mimik der Mitspieler angewiesen ist, um richtig zu reagieren. Und so hat man die Körpersprache und die Stimme, die allerdings teilweise auch nur gedämpft. Und das macht die Sache halt einfach nicht ganz so locker und flockig und griffig ineinander vom Spiel her, ja, mit den Kollegen. Man hat das Gefühl, mit Masken, man brüllt quer durch die Gegend. Ja. Theaterspiel mit Handbremse. Man ist immer am Machen, am Machen, am Machen, aber eigentlich kommt man nicht voran, weil die Rollenfindung einfach eingeschränkt ist. Gerade in Krisenzeiten, und die können jederzeit und monatelang eintreten, zeigt sich, dass die soziale Absicherung viel zu kompliziert und bürokratisch organisiert ist. Niemand ist sicher, jeden kann es treffen. Vor allem aber die uns erlegen Selbstständigen, Kreativen, Musiker, Künstler, Erfinder, Gründer, Menschen, die ihr Leben selbst in die Hand genommen haben, deren Heimatort, ihre Region, ihr Land gestalten und unsere Welt bunter machen. Menschen, die den Mut haben, neue Wege zu gehen. Menschen, die sich und andere immer versorgt und uns bestens unterhalten haben. Wir müssen als Gesellschaft genug Vertrauen haben, allen Menschen direkt Geld in die Hand zu geben. So könnte jeder Mensch soziale Ängste überwinden, all seine Fähigkeiten ungehindert entfalten, jeder Krise trotzen und mehr Lebensqualität erreichen. So geht Zukunft! Und wie man in dem Video auch immer wieder ganz gut sieht, dass, also vor allem bei mir jetzt, also kann ich nur für mich sprechen, dass ich sehr viel damit beschäftigt bin, dann ständig zu schauen, sitzt sie richtig, stört sie mich gerade, auch wenn man mit den Brillen arbeitet, bleibt man ständig immer irgendwo hängen, also es ist natürlich einfach, man ist schon eingeschränkt. Zum Beispiel jetzt, wie mein Kollege guckt, das hätte ich mir manchmal gerne gewünscht, wenn ich als meine Figur mit ihm auf der Bühne bin. Ich hätte so viel für meine Figur rausholen können. Es geht mit dieser Maske einfach nicht. Und das haben Sie sehr schön gesagt. Sie finden die richtigen Worte. Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Also wenn Sie sich an das halten, was wir unter vier Augen besprochen haben, dann steht Ihrem zukünftigen Wahlerfolg ja nichts mehr im Wege. Ja? Sie sind mein Mann, Sie sind der Nachwuchs, der nach oben drängt. Sie sind jung, dynamisch, gut aussehend. Wir
Wir, die Partei für Leistung und Wachstum, wir sind und wir bleiben die führende politische Kraft in diesem Land. Im Zentrum unserer Politik, da steht der Bürger, der für sich und seine Familie sorgt und damit automatisch die Verantwortung für die Erarbeitung des Wohlstands unseres Landes schafft. Und genau diese Leistungsträger, die wollen wir stärken. Aber in meinem Programm? Gemeinsam für unser Land, das ist unser Motto. Das werde ich beim morgigen Parteitag nochmal klarstellen. Ja? Hallo. Mein Name ist Haudegen. Ich bin ein Politiker. Eins ist klar. Es läuft immer weiter. Und zwar genau so, wie ich es brauche. Probleme haben wir keine. Die soziale Marktwirtschaft ist genau das richtige Instrument, um weiterzumachen. Einfach weiterzumachen. Überlegt nicht lang, Leute. Wählt die richtige, ja was? Eigentlich mich. Unterstützen Sie meine erneute Kandidatur zum Parteivorsitzenden. Ja. Ziehen Sie gemeinsam mit mir in den nächsten Wahlkampf und dann mache ich Sie nicht nur zu meinem Stellvertreter, sondern später auch zu meinem Nachfolger. Ehrenwort? Ehrenwort. Darauf können Sie sich verlassen, das werde ich durchsetzen. Sie sind jung, dynamisch und gut aussehend. Und ich habe bereits meinen Doktor gemacht. Ihren Doktor? Allerdings. Aber das wusste ich überhaupt nicht. Ich habe das rigoroso mit Summa Cum Laude bestanden. Oh, Gratulation! Ja, vielen Dank. Ja, aber warum tragen Sie den Titel nicht? Ja, weil er nur im universitären Umfeld wichtig ist. Das würde ich nicht so sagen. Ich will damit nicht angeben. Aber Sie haben doch etwas dafür geleistet. Ja, das stimmt sich. Wenn Sie nicht abgeschrieben haben, bitte, können Sie das versichern? Jederzeit unter Eid. Das ist gut. Über dieses Thema gibt es noch nicht so viele wissenschaftliche Abhandlungen. Ja, und das lautet. So geht's. Garantiertes Grundeinkommen, politische Vermittlung eines neuen Paradigmas. Ja, ich habe es geahnt. Bitte. Das klingt ja ganz ausgezeichnet, was. Ja. Mein Name ist Programm. Ich heiße Blender. Ja, mag sein, ein wenig selbstverliebt. Ah, man sagt mir nach, ich wäre ein Opportunist. Nein, ich weiß einfach als Schatzmeister, die richtigen Fäden zu ziehen. Ich blende alle. Ich blende alles aus. Ich bin aalglatt. Ich werde neuer Parteivorsitzender. Wenn wir beide zusammenarbeiten, können wir alles erreichen. Niemand kann uns aufhalten. Ich will Sie, mein Wahlkampfteam, haben und zu meinem Stellvertreter machen. In Ihrem Wahlkampfteam? Genau. Aber was? Sie sind doch Schatzmeister. Bislang. Aber morgen werde ich beim Parteitag meinen Hut in den Ring werfen. Und aber das muss selbstverständlich unter uns bleiben, überraschend. Gegen den Vorsitzenden Haudegen antritt. Er wird aufgemacht. Ich auch. Die Partei braucht. Und da ziehen wir doch auch an einem Strang vor der nächsten Wahl. Dringend eine Erneuerung, gerade jetzt. Sie braucht neue Gesichter, die für Zuversicht, Aufbruch und Leidenschaft stehen. Und etwas in diesem Land erreichen wollen. Das, lieber Herr Doktor, ist meine Mission. Und Sie werden mir dabei helfen. Sie sind mein Mann, Sie verkörpern Zukunft. Ich bin Doktor. Ich bin als Politiker angetreten, um das garantierte Grundeinkommen für alle durchzusetzen und für ein gerechteres Nehmen und Geben in der Gesellschaft zu sorgen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sollte das Motto all unserer Handlungen sein. Weil so geht Zukunft.
Naja, jetzt kommt es für mich darauf an, mich zu etablieren. Also in der Partei. Und da frage ich mich schon, welche Brille sollte ich mir aufsetzen? Die von Haudegen, dem erfolgreichen Macher, oder überraschenderweise die von Blender? Naja, ich glaube, ich frage mal meine Frau. Die kann mir da sicher helfen. Und dann geht es mit voller Kraft voraus in den Wahlkampf. Aber natürlich! Was meinst du? Oh, dieser junge Doktor kann dir gefährlich werden. Er verkörpert die Zukunft der Partei und des gesamten Landes. Er hat den richtigen Riecher für das richtige Thema im richtigen Augenblick. Sein Slogan. So geht Zukunft. Infiziert zurzeit das ganze Land. Hier, in der Kunst, ist das Thema nicht mehr wegzudenken. Die nicht im geringsten systemrelevant ist. Ja, aber dieser junge Doktor, der kann dir gefährlich werden. Er verkörpert ja nicht nur die Zukunft der Partei, sondern auch des gesamten Landes. Er hat den richtigen Riecher für das richtige Thema im richtigen Augenblick. Hast du seine letzte Rede gehört? Also die Menschen, die lagen ihm zu Füßen. Weil die Schätze dieser Erde niemandem exklusiv gehören und um ein menschenwürdiges Leben für alle zu ermöglichen, sollte jedem Menschen, gleich welcher Gesinnung und Herkunft, ein bedingungsloses Grundeinkommen ohne Vorbedingungen zustehen. Dieses erhält man, weil man lebt, nicht um zu überleben. Ich liebe dich. Und ich liebe dich. Und ich möchte deine Meinung hören. Meine Meinung? Worüber? Über Haudegen und Blender. Beide nicht mein Fall, ich liebe nur dich. Das will ich hoffen. Ja, aber du musst dich entscheiden. Für Haudegen oder Blender? Da bleibe ich lieber bei dir. Ja, aber... Aber was? Ich spiele drei Figuren. Ich spiele drei Frauen. Frau Haudegen, Frau Blender und Frau Doktor. Erstmal sind die drei Frauen so ein bisschen wie klassische Nebenfiguren. Für mich schauspielerisch natürlich eine wahre Freude und Wonne, in diese drei Figuren zu schlüpfen. Und erstmal dienen sie auch nur dazu, die Psyche der Männer ein bisschen stärker herauszuarbeiten. Und so ein bisschen nach dem Motto, hinter jedem starken, erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. Tja, und Frau Doktor ist eigentlich die wahre Heldin. Aber ich möchte nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall ist sie jemand, die ihre Ideale nicht so leicht opfert. Beide treten zur Wahl des Parteivorsitzenden an. Beide? Und beide wollen mich in ihren Wahlkampfteams haben und mich zu ihrem Stellvertreter machen. Oh, das ist eine zweifelhafte Ehre. Allerdings. Und für wen wirst du dich entscheiden? Das wollte ich von dir wissen. Von mir? Ja. Schwierig. Ich weiß nicht, je nachdem. Ja, wer die Wahl zum Vorsitzenden gewinnt, lässt sich noch nicht sagen. Meine morgige Rede muss alle überzeugen. Meine erneute Kandidatur zum Parteivorsitzenden wird ein überwältigender Triumph werden. Meine morgige Rede muss alle überzeugen. Meine Wahl zum Parteivorsitzenden muss ein überwältigender Triumph werden. Mit dem Doktor an meiner Seite natürlich mit einer von mir überarbeiteten Kampagne. So geht Zukunft! Wird mit den Augen der Partei und der gesamten Wählerschaft Jugendlichkeit und Dynamik verleihen. Der Doktor an meiner Seite mit seiner natürlich von mir überarbeiteten Kampagne So geht Zukunft wird meinen Ruf als dynamischer Erneuerer in den Augen der Partei und der gesamten Wählerschaft stärken. Ich sehe schon die Schlagzeilen vor mir. Der alte Hauding, er zieht nochmal mit aller Kraft in die Schlacht ein. Überragendes Plädoyer für eine leistungsstarke und zugleich gerechte Gesellschaft. Ich sehe schon die Schlagzeilen vor mir aus dem Hinterhalt. Überrascht, Blender, Sie haben überragendes Plädoyer für eine wachstumsstarke und zugleich gerechte Gesellschaft. So kennen wir ihn. Jetzt kennen wir sein wahres Gesicht. Einfach für alle Fälle. Sein Charisma überzeugt alle.
In dieser Form kommt an der nächsten Bundestagswahl keiner an ihm vorbei. Ein Mann für alle. 99% Zustimmung. Ein Traumergebnis. Und raus bist du. Heute kostet eine Dreizimmerwohnung bis zu 2000 Euro. Der Wert des Nichtstuns. Arbeitslose gelten als Versager und Last der Allgemeinheit. Ein Fünftel aller Kinder wachsen in Armut auf. Armutsgefährdungsquote. Von Senioren 15,7%. Von Kindern 20,5%. Wer hat, dem wird gegeben. Alle schlechten Dinge sind drei. Weniger Jobs, weniger Investitionen, weniger Gewinn. Profit oder Menschenrechte? Wie halten Sie es mit China? Nach mir die Sintflut. Die Rettung der Wirtschaft auf Kosten der zukünftigen Generationen. Und damit schalten wir um zum Galadiner unserer Regierungspartei. Der Mensch wird gequält von Einsamkeit, Krankheit und Tod. Für den Sinn seines Lebens hat er kaum Zeit, weil er viel zu sehr damit beschäftigt ist, Geld zu verdienen, um seine Familie zu ernähren. Mit einem garantierten Grundeinkommen befreien wir ihn aus dieser Abhängigkeit und entlassen ihn in die Freiheit. Soweit die Theorie. Ja, ob es Praxis wird, hängt allein von uns und unserer Partei. Nicht allein. Der Wähler entscheidet als erstes. Über das, was wir ihm vorschlagen. Überall auf meinen Veranstaltungen bejubeln die Menschen mein Modell eines garantierten Grundeinkommens für alle Menschen zur Absicherung der Grundbedürfnisse. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber das klingt viel zu sehr nach staatlicher Solidarität als Einbahnstraße. Gibt es nicht ein besseres Wort? Wofür? Garantiertes Grundeinkommen. Ja. Ja, Sie könnten auch Bürgergeld dazu sagen. Vielleicht ein kleines aktuelles Beispiel dazu. Ihr habt es ja letztes Jahr auch mitbekommen. Ich musste oder war gezwungen, für 6 Monate Grundsicherung zu beantragen, was ja erstmal gut war. Wenn man darüber hinweg sieht, dass es nicht wirklich ein vereinfachter Antrag war, so viel Kritik muss sein. Unabhängig davon, wenn man jetzt davon ausgeht, gerade jetzt in dieser Krise, Corona-Krise, es hätte es schon im Vorfeld dieses Grundeinkommen gegeben, bin ich mir sicher, dass jetzt nicht nur bei mir, sondern bei vielen, vielen anderen auch diese existenzielle Angst, aber auch die finanziellen Sorgen, alles was damit zusammenhängt, aufgefangen wäre. Es wäre möglich, weiter zu agieren, kreativ zu bleiben, weil man eben dieses Grundeinkommen bekommt. Und ich musste da relativ lange hin und her, man musste ja da noch das ausfüllen, jenes ausfüllen, um dann unterm Strich dann 600 Euro im Monat zu bekommen. 6 Monate lang. Trinken Sie gerne Champagner? Oh, sehr. Aber heute ist der Aktie aufmerksam, der richtige Zeitpunkt. Wenn Sie meinen... Dann lassen Sie uns auf unsere zukünftige Zusammenarbeit anstoßen. Ziehen Sie mit mir in die Schlacht. Wenn ich morgen Parteivorsitzender werden sollte, dann landet das Bürgergeld ganz oben auf der Agenda. Ehrenwort? Ehrenwort. Das freut mich sehr. Ganz meinerseits. Auf die Zukunft. Auf die Zukunft. Aber nicht nur, dass man eben die Angst hat, wo kommt das Geld die nächsten Monate her jetzt definitiv. Und die Ersparnisse werden immer knapper und es wird echt eng, auch gerade dann mit Familie und so weiter und so fort. Dass bei mir persönlich dann auch immer noch die Angst mitgeschwungen ist bei diesen ganzen Anträgen, bei diesen ganzen Argumentationen. Hoffentlich mache ich das auch alles richtig. Hoffentlich stimmen meine Angaben. Hoffentlich mache ich mich nicht gerade wegen irgendwas strafbar. Hoffentlich lege ich mir damit jetzt nicht noch ein größeres Ei, als es eh schon ist. Also dass dann eigentlich sogar noch Sorgen und Ängste dazukommen. Und wenn einfach so ein Grundeinkommen da wäre,
bräuchte ich diese ganzen Sorgen und Ängste, die zusätzlich kommen, nicht auch noch haben. Jetzt entspannen Sie sich doch erst einmal. Wer sind Sie? Möchtest du mich nicht vorstellen? Ja, aber natürlich! Als Otto-Normalverbraucher ist es, glaube ich, schwer, sich vorzustellen, was heißt es, selbstständig am Theater zu arbeiten? Und wenn dann die Arbeiten wegbrechen und keine Vorstellungen sind? Ich hatte Glück, immer noch relativ Geld zu bekommen, hatte auch noch Rücklagen, aber die sind weg. Das war dann März letzten Jahres und letztendlich dachte ich mir dann, wie lange wird denn das jetzt gehen? Ich glaube, jetzt haben wir dann das Einjährige. Ja, und ich würde es eben auch gar nicht nur auf den künstlerischen Aspekt beziehen, sondern tatsächlich auf die gesamte Veranstaltungsbranche oder eben auch andere Läden, die einfach schauen mussten, was mache ich, die vielleicht gerade frisch aufgemacht hatten und gerade unglaublich viel Geld irgendwo reingebuttet haben, aufgemacht haben und dann müssen sie es nach 2 Wochen wieder zumachen. Also das ist so, man hätte einfach eine größere, ja, Sorglosigkeit ist vielleicht der falsche Begriff, aber ein ganz anderes Standing für sich selber, wenn man weiß, okay, es ist gerade alles Mist, aber ich weiß, wie ich die nächsten Monate überstehen kann und kann mich dann ohne Angst und ohne Sorgen auf das Weitermachen konzentrieren und vielleicht habe ich dann auch ganz anderen Platz für Ideen, wie ich mit der Situation umgehen kann, ohne mich ständig nur um dieses Geld kümmern zu müssen. Meine Frau! Sehr erfreut! Ja, und Sie sind sicherlich der junge Doktor. Ja, also, wir haben schon viel von Ihnen gehört. Ich hoffe nur, dass das Beste. Ja, selbstverständlich. Das ist verständlich! Ja, Sie wissen ja, wie Sie die Menschen begeistern und von ihren Ideen überzeugen können. Kompliment! Natürlich, wenn man macht sie fordern, kann es unterstützen. Wenn er erst einmal die erneute Wahl zum Parteivorsitzenden. Wollte ich gerade zusichern! Warum wurde dann das Bürgergeld in der Vergangenheit weder eingeführt noch von unserer Partei gefordert? Sie sind seit Jahren Parteivorsitzender. Die Zeit war noch nicht reif dazu. Und jetzt ist es. Ja, aber natürlich! Jedes Thema braucht die richtige Person, die es nach vorne bringt. Das müssen Sie vielleicht erst noch lernen. Ne? Hier geht es ja nicht um das Wie oder um das Was, sondern vor allem um das Durch wen, ja, und um die richtige Bezeichnung. Ja? Bürgergeld! Doch, jetzt ist es soweit. Doch, wisst ihr was? Sie sind doch der richtige Mann dafür, Sie. Sie haben doch darüber promoviert. Mit ihm könnt ihr das sogenannte, wie immer das dann auch genau aussehen wird, natürlich politisch durchsetzen. Werden Sie morgen mein neuer Stellvertreter und dann steht dieses Thema ganz oben auf der politischen Agenda. Ehrenwort? Ehrenwort. Auf die Zukunft. Ja. Beide haben mit mir auf die Zukunft angeschlossen. Beide. Ja, mit Champagner. Jetzt haben wir Gewissheit, wie du wolltest. Die Zukunft gehört uns. Beide, Hauling und Blender haben mir ihr Ehrenwort gegeben, dass sie nach der nächsten Wahl das Bürgergeld ganz oben auf die politische Agenda setzen. Wirklich beide? Ja, wirklich beide. Und warum Bürgergeld? Das habe ich selber vorgeschlagen. Bürgergeld! Ja, garantiertes Grundeinkommen klingt Ihnen zu sehr nach Geld für alle. Ja, aber das ist doch genau das Prinzip. Ja, natürlich. Aber man muss es durch geschickte Rhetorik besser verkaufen, damit es mehrheitsfähig wird. Behauptet wer? Beide. Dann sind wir jetzt genauso weit wie vorher. Wir Schauspieler, wir Künstler und unzählig viele andere Menschen, sind ja der Politik momentan sehr ausgeliefert, können nicht arbeiten, können unseren Lebensunterhalt nicht verdienen. Insofern sind es einfach sehr politische Zeiten. Ich bin selber auch sehr politisch geworden, also interessiert an dem, was geht ab, was wird entschieden, wann wird was, wie entschieden. Naja, und die große Frage beim Bürgergeld, beim bedingungslosen Grundeinkommen ist natürlich, hätte man statt der ganzen Corona-Soforthilfen, die dann doch nicht sofort kamen oder wieder zurückgezahlt werden mussten oder
an bestimmte Betriebskosten gebunden waren, nicht eine unbürokratischere, einfache Lösung finden können wie die Einführung des Bürgergeldes. Ich bin jetzt Politiker! Aber an wen von beiden sollen wir uns nun für deinen Aufstieg halten? An beide! Ja, egal, wer Parteivorsitzender wird, wir werden sicher gewinnen. Ach, du bist naiv. Warum? Weil du dich noch vor der Wahl für einen von beiden entscheiden musst, hast du das vergessen. Aber egal, wie du dich entscheidest, der andere wird dir das nie verzeihen und gegen dich arbeiten. Ja, so ist das nun mal in diesem Geschäft. Gut oder böse, schwarz oder weiß, Freund oder Feind. Die schwierigste Aufgabe ist, immer auf der Seite der Gewinner zu stehen. Oder aber... Oder was? Oder aber du bestimmst selbst die Spielregeln und stellst dich morgen selbst zur Wahl des Parteivorsitzenden. Ich? Ja. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Ich soll selber um den Parteivorsitz kandidieren? Ja. Aber was ist da mit Haudegen und Blender? Was soll mit den beiden sein? Beide unterstützen mich. Ach, beide halten dich zum Narren. Jetzt ist es an der Zeit, dass du selbst aktiv wirst. In den Augen der Wähler bist du jung, dynamisch und gut aussehend. Und du hast bereits deinen Doktor gemacht, was dir auch bei älteren Wählern Anerkennung und Respekt verschafft. Bei deinen Reden, da liegen dir alle zu Füßen. Wie ein Popstar gibst du Autogramme. Der soziale Herr Doktor, der Retter der Witwen und Waisen, der Befreier der Enterbten. Diese Polemik kannst du dir sparen. Dann beweise mir, dass du mehr bist als ein Abziehbildchen. Natürlich, aber... Aber was? Ich kann doch meine Förderer nicht hintergehen. Deine Förderer benützen dich. Das glaube ich nicht. Ach, das ist doch keine Frage des Glaubens. Aber ohne Förderer kommst du in der Politik nicht nach oben. Man braucht immer einen möglichst robusten Baumstamm, an dem man sicher hochklettern kann. Im freien Raum geht das nicht. So ist das Prinzip. Ach, dann änderst du jetzt eben das Prinzip. Das kann ich nicht. Ach, du bist naiv. Ich bin kein Traumtänzer im luftleeren Raum. Ich bin Realist. Also, wenn du wirklich Realist wärst, dann hättest du längst das miese Spiel von Haudegen und Blender durchschaut. Ja, beide lassen dich am Stamm hinaufklettern und dann im Wipfel des Baumes verhungern. Wenn du mich wirklich liebst, dann spielst du heute Abend den braven Parteisoldaten und stellst dich morgen selbst zur Wahl. Was hat das mit Liebe zu tun? Für mich alles. Aha. Ich sehe schon die Schlagzeilen vor mir. Die Partei liegt dem neuen Vorsitzenden zu Füßen. Gemeinsam mit seiner reizenden Frau winkt er der Menge zu. Ein überragendes Plädoyer für eine gerechtere Gesellschaft. Es gibt doch noch echte Idealisten in der Politik. Das Bürgergeld wird alle Bürger glücklich machen. An ihm kommt bei der nächsten Bundestagswahl keiner vorbei. Ein Mann für alle. 99% Zustimmung. Ein Traumergebnis. Und ansonsten ist natürlich ein aktueller Bezug immer gegeben, was so ein Stück betrifft, wo es um Politik und um innerparteiliche Machtspiele, würde ich jetzt auch so sagen, geht, ist immer aktuell, weil das sieht man tagtäglich im Fernsehen, man liest in der Zeitung. Das war schon immer so und es wird auch immer so bleiben, dass diese Parteistrukturen auf eine gewisse Art und Weise funktionieren, die oft eher fortschrittshemmend statt fortschrittsfördernd sind. Und viele halt doch nicht zwingend im Interesse des Volkes, sondern in ihrem eigenen privaten Interesse handeln. Das sage ich jetzt nicht für alle, aber es gibt schon einige, glaube ich. Hinterhältiger Schuft! Aber was, Sie meinen wohl sich selbst? Nein, ich meine den lieben Herrn Doktor, also zwei da an der Nase herumgeführt. Was, wie? Ja. Uns? So sieht es aus. Er hat uns beide um den Finger gewickelt und sich als Stellvertreter angeboten. Ja, da können Sie vielleicht ausnahmsweise recht haben. Ihr spielt uns gegeneinander aus. Was fehlt denn der überhaupt im Schilde? Ja, vielleicht will er selber Parteivorsitzender werden. Das ist eiskalt am Machtwechsel. Das ist beeindruckend. Das erinnert mich an meine Anfänge. Wie bitte? Wir müssen schnell handeln! Ja, was sollen wir denn tun? Sie wissen doch, worum es geht! Ja, um Ihre und meine! Ja, genau unsere Zukunft! Die hängt an einem gemeinsamen Zeitempfang! Ja, Sie sagen es! Ja, jetzt geht es um geschlossen! Ja, und das aus Ihrem Munde! Ja, nun schweiß zusammen! Ja, haben Sie seine letzte Rede gehört? Oh, selbstverständlich! Ja, komm, wissen Sie aber!
wie gefährlich er ist. Aber mir sind seine letzten Worte noch sehr gut in Erinnerung. Eine Änderung des ganzen bestehenden Geldsystems ist dringend erforderlich. Das würde Revolution bedeuten. Menschliche Fähigkeiten dürfen keine verkaufbare Ware sein. Deshalb Ideen hetzen ja die ganze Bevölkerung auf. Arbeit ist ein eigenständiger Wert, der nicht mit Geld aufzuwiegen ist. Er ist ein schlimmer Demagog. Die Menschen müssen sich aus dieser Knechtschaft befreien. Wie solidarisch sind wir noch? Mit Wumms in die Armut. Ein bisschen Spaltung muss sein. Immer mehr Menschen radikalisieren sich. EU ist ein erbärmlicher Friedensnobelpreisträger. Nach mir die Sinnflut. Die Rettung der Wirtschaft geht auf Kosten der zukünftigen Generationen. Gut bezahlte Jobs für Menschen, die keine Menschen mögen. Es rumort im Bürgertum. Immer mehr Menschen radikalisieren sich. Nach mir die Sintflut. Auf Kosten der zukünftigen Generationen. Das kann teuer werden. Die Zentralbanken fluten die Welt mit Geld. Wer hat, dem wird gegeben. Und raus bist du. Und damit schalten wir um zum Parteitag unserer Regierungspartei. Guten Morgen. Guten Morgen. Der Parteitag beginnt in einer halben Stunde. Und damit fällt die Entscheidung für die Zukunft. Sie kennen seine Fähigkeiten, die Menschen zu begeistern. Ja, allerdings. So geht Zukunft. Dann sollten wir vorher handeln. Das ist doch längst geschrieben. Haben Sie denn noch keine Zeitung gelesen? Na doch, mit großer Freude. Heutzutage drucken die Zeitungen alles, was die Auflage steigert, also ohne jede journalistische Sorgfalt. Wenn man den richtigen Chefredakteur in Ruhe hat. Den ich glossiert habe. Ja, was mir nicht in Gang ist. Ja, ich habe gestern Abend noch ein paar Gerüchte gestreut. Umfragen lanciert, ja, das ist alles erlogen und erstunken. Und den Rest, den erledigen wir jetzt. Vergnügen. Guten Morgen, störe ich. Aber nein, lieber Doktor. Ich hatte den Eindruck. Wir besprachen gerade den Ablauf des Parteitags. Ja, ja, und die Zukunft. Genau darüber möchte ich mit Ihnen sprechen. Mit mir? Oder mit mir? Nein. Viel mehr mit Ihnen beiden. Wir auch mit Ihnen. Wir hören. Aber nacheinander. Also, wir haben doch keine Geheimnisse voreinander. Keine. Überhaupt keine. Nun, wenn das so ist, nach reiflicher Überlegung habe ich mich dazu entschlossen, nicht als stellvertretender Parteivorsitzender zu kandidieren. Zu wem sagen Sie das? Zu ihm? Ja, oder zu mir? Nein, nun, eigentlich zu Ihnen beiden. Was? Ich dachte, Sie wollten mein Stellvertreter werden. Nein, meiner. Was, Ihrer auch? Sehr wohl. Ja, aber wie ist das möglich? Ja, ja, das frage ich mich. Also entweder wird jemand mein Stellvertreter. Ja, oder meiner von mir. Ja, aber das eine schließt das andere aus. Ja. Unbedingt A oder B. Das gibt es nicht. Der Satz, worauf geschlossen drin? Ja, das lernt bereits jedes Kind. Ja, das ist doch Aristoteles für Anfänger. Ja, eine eklatante Wissenslücke. Oder aber berechnende Taktik. Ja, die Vermutung liegt nahe bei dem Bildungsrat. Tja, also Pure sind dagegen des Parteivorsitzes. Harmlose Verleumdung von Parteifreunden. Weißt du, so etwas tue ich in meiner Partei nicht. Aber ich hab da haben Sie recht. Ohne Zweifel. Das riecht nach einem Parteiausschlussverfahren. Wir sind schon andere wegen viel weniger aus der Partei ausgeschlossen worden. Wollen Sie nicht auch was dazu sagen? Also, ich trete nicht an. Was? Ich trete nicht an. Du trittst nicht an? Nein. Beziehungsweise ja. Was jetzt? Ich trete nicht zur Wahl zum Parteivorsitzenden an.
sondern? Ich gehe nach Hause. Ich höre ja wohl nicht richtig. Doch, lass uns nach Hause gehen. Das kann doch nicht wahr sein. Doch, das ist das Beste. Nach Hause gehen? Ja. Das soll das Beste sein? Ja. Wie viele Jahre bin ich zu Hause gesessen, damit du deinen Weg gehen konntest? Alles, was ich bin, habe ich für dich und deine Karriere geopfert. Jahrelang habe ich deine Reden angehört, ich habe deine Doktorarbeit unterstützt, ich habe die brave Ehefrau gespielt, ich habe Kontakte geknüpft, ich habe zu all deinen Plänen gute Miene gemacht und jetzt kurz vor dem Ziel gibst du auf und gehst nach Hause. Das hat keinen Zweck. Das Bürgergeld ist in dieser Partei mit diesen Politikern nicht umsetzbar. Wenn du erst Parteivorsitzender bist, dann kannst du alles umsetzen. Nicht um jeden Preis. Ja, was war unsere Vision? Für eine geistig-seelische Gesundung aller Menschen. Ja. Nur nicht für meine eigene. Schau in die Zeitungen. Ach, das sind doch alles unhaltbare Unterstellungen, üble Gerüchte. Wir klären das, wir klagen dagegen. Diese Wahlschlacht läuft ohne mich. Ist das dein letztes Wort? Ich halte das nicht durch. Die Zeit drängt, meine Herren. Was wollen Sie denn hier? Ich würde sagen, ich sichere meine Zukunft. Was soll das heißen? Ich habe alles mit angehört. Also, was denn? Stellen Sie sich doch nicht dumm. Morgen stehen nicht nur Ihre schwarzen Konten in allen Zeitungen, sondern auch, wie Sie ein hoffnungsvolles Nachwuchstalent zugrunde gerichtet haben. Was wollen Sie, Geld oder Macht? Wo ist die Frage? Ich fordere Sie zu einem Wettstreit auf. Audigen gegen mich. Ein fairer Kampf um den Parteivorsitz und die Ausrichtung der Partei und damit des gesamten Landes. Ein weiter so gegen ein so weiter. Der Aufbruch in eine vollkommen neue Zeit. Das alte System gegen ein vollkommen neues. Noch bin ich nicht geschlagen, meine Steherqualitäten, die sind berührt. Wollen Sie sich nicht zu früh? Wir müssen auch anders können. Die Krise hat viele Gewissheiten erschüttert. Wut und Mut. Die Menschen in Krisenregionen erheben sich gegen die Mächtigen. Das geht auch Europa an. Schießt nicht nur, tötet sie. Weiße Milizen mobilisieren sich. Immer mehr Menschen radikalisieren. Ein Fünftel aller Kinder. Nach mir die Sintflut. Auf Kosten der zukünftigen Generationen. Das kann teuer werden. Die Zentralbanken fluten die Welt. Von Kindern mit Geld. Wer hat? Ein bisschen Spaltung muss da gehen. Immer mehr Menschen. Und radikalisieren sich. Bist du. Und damit schalten wir um zur Wahl der Vorsitzenden unserer Regierungspartei. Unsere Wirtschaftsordnung ist kein Naturgesetz. Märkte, Kapital und Profite sind von Menschenhand gemacht. Wie sie funktionieren, hängt allein von unseren Entscheidungen ab. Alles kann überdacht und geändert werden, meine Damen und Herren, und das ist die zentrale Botschaft meiner heutigen Kandidatur. Stellen wir uns einmal vor, wir hätten vor der Finanzkrise, vor den Hartz-IV-Gesetz oder vielleicht sogar noch viel früher das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt. Was wäre dann in der letzten Krise passiert? Die Zeit der Corona-Pandemie als Lebenskrise, gerade für die selbstständigen Künstler, Musiker, Gründer, Erfinder, die hätte es in dieser Form niemals gegeben. Und warum nicht? Weil das garantierte Grundeinkommen jene unbürokratische Existenzsicherung dargestellt hätte, die diese Menschen benötigen. Da fragt sich also, warum haben wir das bedingungslose Grundeinkommen nicht schon längst eingeführt? Meine Damen und Herren, die Antwort ist einfach. Weil das bedingungslose Grundeinkommen, so seine Kritiker, die Arbeitsmoral zerrütte. Zudem nicht finanzierbar und ungerecht sei. Was ist nun also von diesen Einwänden zu halten?
Der Mensch. Der Mensch ist doch von Natur aus kein Faultier. Ganz im Gegenteil, wie schwierig es ist, in den eigenen vier Wänden zum Nichtstun verdonnert zu sein, das hat doch gerade das weltweite Massenexperiment des sogenannten Lockdowns gezeigt. Wir alle sind doch darauf angewiesen, auf die tatkräftige Entfaltung unserer Persönlichkeit, die uns ein Hoch der Gefühle beschert, meine Damen und Herren, und die dort das Leben erst lebenswert macht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, Kolleginnen und Kollegen, in den letzten Tagen hat es so viele Gespräche gegeben, die mich ermuntert haben, wieder erneut das Amt des Vorsitzenden anzutreten und unsere Parteien in den nächsten Wahlkampf zu führen. Gemeinsam für unser Land, das ist unser Motto. Unsere Partei ist die führende Kraft in unserem Land und im Zentrum unserer Politik steht der Bürger, der für sich und seine Familie sorgt und damit ja automatisch die Erweiterung des Wohlstands unserer Gesellschaft sichert. Und diese Leistungsträger, die wollen wir stärken, denn Leistung muss sich lohnen. Gerade für die, die sie erbringen oder auch für unser Land erbracht haben. Wir stehen für Wachstum, denn Wachstum bringt mehr Beschäftigung und aus Beschäftigung entsteht Wohlstand und soziale Sicherheit. Das ist nicht nur mein Credo als Parteivorsitzender, sondern auch als Kanzlerkandidat. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Sehr richtig. Das ist und das bleibt das Motto all unserer Handlungen. Unser Ziel ist es, dass jeder Mensch zum Wohle der Gesellschaft soziale Ängste überwindet und ungenutzte Fähigkeiten entwickelt, ja, und sich weiterentwickelt. Und dafür werbe ich um Ihre Stimme. Wir gemeinsam für eine gute und verlässliche Politik, für Freiheit und für Wohlstand und für Sicherheit. Also ich war ja auch froh, dass ich überhaupt mal wieder kreativ, künstlerisch auf der Bühne stehen durfte, muss man ja schon auch sagen. Jetzt kommt natürlich ein Aber, was ich gar nicht so gerne sage, aber das Aber heißt, wir mussten die Regeln einhalten, also sprich Maske, es gab ja keine Schnelltests oder sonst irgendwas, und Abstand halten, ansonsten hätten wir gar nicht proben dürfen, schweige denn können, oder? Definitiv, ja. Hygienekonzept. Hatten wir oder haben wir immer noch? Ja. Nein, aber es weiß auch noch, wie wir, also im November durften wir ja eigentlich noch normal proben, wenn ich mich recht erinnere. Stimmt. Wir haben ja gerade den ersten Probenteil gerade noch vor dem Lockdown zu Ende bekommen und waren dann vor dem Problem des zweiten Probenblockes, der eigentlich zur Premiere hätte führen sollen. Und wir am Anfang auch wirklich zusammengesessen sind mit Abstand und Maske und erstmal darüber gesprochen haben, ob wir überhaupt proben wollen und wenn, wie und was dürfen wir nicht, wo würden wir eventuell Probleme kriegen, auch mit dem Hinblick, dass sich ja ständig irgendwelche Sachen auch wieder ändern. Also das war schon auch nicht ganz einfach zu sagen, okay, also wir mussten uns auf jeden Fall auch einigen, womit sind wir einverstanden, mit Proben, Bedingungen, geht's mit Maske, geht's ohne Maske, sodass wir eben alle Vorschriften einhalten, die einfach da sind. Ja, und auch so zu proben, dass man im besten Falle, wenn man dann Premiere hat, die 1,5 Meter, die ja wohl immer noch sein werden, egal wann wir rauskommen mit der Premiere, dann auch in der Inszenierung sichtbar ist. Das war ja auch eine Herausforderung, explizit natürlich auch beim Regisseur. Man muss ja jetzt mal sagen, dass das Stück Wahlschlacht ja mehr als aktuell ist und als Theaterschaffende, erschaffenden Menschen, die wir ja sind, würden wir ja gerne 1:1 auch das sofort spielen wollen, kommentieren wollen, aber das können wir nicht. Wir haben nicht die Möglichkeit. Und das ist auch etwas, was im Kopf sich abspielt und uns, ja, also es macht wütend, traurig, zornig, wie ein Arbeitsverbot wirkt es. Ja, zumal es ja auch so ist, dass wir das Ganze letztes Jahr auch schon über einen groben Zeitraum hatten, dann so froh waren, dass wir im Sommer das Zeitfenster haben nutzen können, um rauszugehen und auch wieder gemerkt haben, wie viel Spaß uns das bringt und wie dankbar die Zuschauer sind und es einfach Zeit wird, dass wir wieder den direkten Kontakt kriegen können. Ich habe es einmal kommentiert, glaube ich, bei einem Facebook-Post auch, mit dem Interview vom Ensemble,
oder den Bericht in Bezug auf ohne uns wird still. Ja. Und da habe ich eben dann dazu noch dazu gefügt, also ohne uns wird still, aber eben ohne euch, also ohne dieses Publikum, macht es aber auch keinen großartigen Sinn. Und man könnte zwar jetzt auch streamen, aber das ist für mich einfach nicht das Gleiche. Also ich sehe es bei Kollegen, die streamen. Es ist schön, dass ein Angebot da ist, dass man es anschauen kann, aber es fehlt einfach der direkte Kontakt und auch, dass man nach dem Stück einfach direkt miteinander drüber reden kann. Ja, und nicht über Chats oder sonst irgendwas, sondern dass einfach ein direkter Austausch stattfinden kann. Und der muss wieder her. Ja. Dringendst.